ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmerunde von Dawn of Man. Ich bin gespannt, in der heutigen Aufnahmerunde die Eisenzeit zu erreichen. Mal schauen, ob wir das so hinkriegen. In der letzten Folge haben wir gleich einen Kampf gewonnen zum Ende hin. Ja, es gibt einiges zu tun, glaube ich, so wie ich rumgeschaut habe. Auch wenn da nur 80% steht, stehen gewisse Dinge an, nehme ich mal an. Wir haben nur 6 Stöcke, wir haben nur ein Holzscheit. Wir haben viele Tiere anscheinend. Wir haben 70 Platz und wir haben 77 Tiere. Da haben wir aber zu viel, da zu viel. Da nicht gerade viel. Da sind wir gut dran. Na, geht. Der Händler ist angekommen, schon wieder. Kommission niedrig. Was habe ich denn eigentlich gekauft? Kupfer kaufe ich nicht mehr. Das weiß ich noch. Zinn. Bier kaufen wir auch nicht. Können wir selbst herstellen. Die Bronzesichel. Kommt, die kaufe ich ihm ab. Und gebe ihm dafür... ja, da Kupferzeugs. 120, so. Das kostet 7. Eine Wolle, 5. So, danke dir. Haben wir wieder 5 Sicheln mehr hier. Ja, bald haben wir kein Kupfer mehr. Das ist gut. Kupferbarren sind sowieso weg. Ich habe 3 Bronze, 20 Zinnerz und 7 Kupfererz. Und bei der Eisenzeit kommt ja da noch Eisen dazu ins Spiel. Wollstoff mal 250 erlangt. So, die produzieren da auch noch vor sich hin. Vor allem Werkzeuge aus Bronze. Wir haben es auch gebraucht, ehrlich gesagt. Wir lagern hier aber auch sehr viel Zeugs. Das irgendwie niemand braucht. Das ist noch interessant. Leinenstoff mal 250. Ist doch interessant, wir haben das miteinander begonnen und die haben miteinander dieselbe Zahl erreicht. Sehr interessant. So. Ah ne, das wollte ich nicht hin. So, kriege ich es hin? Gut. Wir könnten noch ein weiteres Lagerhaus bauen. Gemeinschaftshaus 17. 2 Ausstatter könnten wir auch noch bauen. Und einen Getreidespeicher. Dass wir da weitere Punkte bekommen. Zinnerz haben wir gerade geschafft. 2 Menschen sind beigetreten. Wir haben eine gute Hausanzahl. Das Haus ist noch nicht geupgradet. Machen wir das mal. Die anderen hier unten sehen alle gut aus. Da ist noch ein altes. Machen wir gleich auch. So, dann ist da hinten noch ein altes und die sind auch noch alt. So, also, wo kann denn da... Hier haben wir noch einen Ausstatter wahrscheinlich, genau. Wir haben ja da schon einen Getreidespeicher. Dann könnte ich ja schauen. Ich komme gerade aus einem anderen Game. Deshalb erstmal wieder daran gewöhnen, dass es nicht R ist zum Drehen. Was sehr ungewöhnlich ist, weil viele Games nutzen R. Ja, hier hat's uns Platz. Vielleicht schwebt es ein bisschen im Himmel. So, Schweine sind geboren. Das sieht so aus. Aber wir können es gerade mal testen. Ist gerade eine gute Chance. Da hinten wird abgeholzt. Kann die Zeit schon ein bisschen schneller stellen. Also, ich habe gesagt, einmal das, dann einmal ein Lagerhaus noch dazu. Das könnten wir mal hier platzieren. Hier war eigentlich noch so ein bisschen freier Platz und auch ja, Gehweg nicht gerade für da drüben. Aber wir haben den Winter überlebt. Gibt auch nochmals einen Punkt. Aber hier könnte ein Lagerhaus ganz gut stehen, weil da kommen ja sehr viele Früchte zusammen. Gut, die werden jetzt nicht zwingend hier im Lagerhaus gelagert. Eher so anderes Zeug. Aber auch da produzieren wir ja sehr viel. Und es ist ja nicht so, dass wir da schon... Ach so. Ich breche das nochmals ab. Wir müssen nur diese Hütte upgraden, dann schaffen wir das. Das war der Clou dahinter. Gut. Dann müssen wir halt schauen, was es sonst noch so eher Einfaches gibt. 15 Minen, okay, das kommt mit der Zeit, nehme ich an. Holzkohlegruben lohnen sich halt nicht.
Einen Ausst... Ah, der wurde gebaut. Den hatten wir irgendwie noch so. So. Ja, jetzt haben sie bestimmt viel zu tun. 135%. Ansprechend ausgelastet, sage ich mal. So, das Haus hier wird gerade noch gebaut. Das hier auch. Oder fehlt da noch was? Stroh. Es ist tatsächlich kein Stroh mehr da. Wir sind tatsächlich so weit, dass wir sehr viel Stroh verbraucht haben. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, an was das liegt. Also, ist keine Überraschung. Wir haben ja so viel ausgebaut. Kommission durchschnittlich. Hat er Stroh? Nein. Das, was wir brauchen, hat er nicht. Aber Zinn. Und die Bronze hacken. Und dafür gebe ich da die Kupfersicheln. Und die Speere. Äxte. Alte Bögen. So, 175. Ah, die kosten 15 und ich tausche 10er. Also, ja, fast auf derselben Ebene. Sagen wir es mal so. Gut. Gebe ich da noch ein bisschen Leinstoff, hol mir aber dafür noch das Getreide. So, ein bisschen Fisch. Passt so, danke dir. Das war Emma. So, also mit der Bevölkerungszahl und der Häuserzahl stehen wir gut da. Da fehlt bestimmt auch Stroh, jawohl. Müssten wir warten bis zum Herbst. Anders geht's nicht. Es sind schon sehr viele Tiere hier unterwegs. Muss man schon anmerken. Und ich möchte noch schauen, ob es da noch einen guten Fang gibt. Hier gibt es einen Steinbock. Mafflon. Wildes Pferd, das hole ich mir. So, ich habe jetzt zwar nicht gemerkt, was wir brauchen. Also, Vieh wäre, glaube ich, auch noch gut. Haben wir nicht mehr groß bestanden. Hier ist ein Steinbock. Aber man muss auch nehmen, was man kriegt. Das ist sowieso immer so. Und aktuell sieht es nicht so aus, als kriegen wir hier den guten Bestand. Mafflon. Da ist noch ein wilder Esel. Aber Esel sieht es gut aus. Aber ihr seht, wenn man dann mal ein Vieh sucht, dann findet man keins. Das ist ein Bison. Ja, einfach nichts da. Immer das, was man sucht, ist nicht da. Das ist der Klassiker. So, wir müssen noch ein paar Steine verbrauchen und deshalb würde ich... Hallo? Würde ich sagen, wir werten hier mal die Mauern auf. So. Hier einmal um die Ecke, genau. Es ist ja schon mein Ziel, dass hier die ganze Mauer, also die ganze Palisade aus einer Mauer ist am Ende. Auch hier will ich die Mauer aufwerten. Das gibt zugleich auch gerade wieder Holz. Also es hat nicht nur schlechte Seiten. Weil ihr seht, da kommt wieder Holz raus. Ein Holzscheit. Ich glaube, ein Holzscheit pro Zaun. Und gekostet hat es zum Aufbauen auch ein Holzscheit. Also es kommt genau wieder ein Holzscheit raus. Das ist wirklich sehr schön gemacht hier. Schön und gut. So, dann ist Sommer. Können Sie da ernten? Wir haben 17 Punkte von 25. Ja, Sie warten auf das Stroh, dass Sie da alles fertigstellen können. Ja, da gibt es halt hier unten die Produktionsziele, die... Kann man nicht ernst nehmen, aber 1000 ist da das Höchste, was da überall geht. Beim Fisch fehlt uns da noch ein bisschen was. Aber auch da unten halt, ja, fehlt auch noch 100 Stück. Und dann 250 Outfits, da kommen wir auch gleich dazu. Es kommt schon noch ein bisschen was, hier haben wir Stahl und Eisen noch, was noch fehlt. Und Faustkeile haben wir auch nicht so viele hergestellt. Knochen ebenfalls. Megalith erst 10 von 100. Wie wenn ich da je 100 schaffe. Und halt bei den Tieren auch ein paar mehr Tiere jagen. Das wäre auch noch so die Sache.
Ja, ich denke, ich baue noch ein bisschen. 250 Steine. Stein holen ist erschöpft hier hinten. Aha. Da wartet also schon wieder eine Aufgabe auf uns. Stein holen. So, wo holen wir den nächsten? Ich denke mal hier. Ist auch noch sehr nahe am ganzen Dorf. Macht uns wieder Platz hier. Und ja, wir müssen zwar bis hier hinten schleppen, aber dank den Tieren und den Transportkutschen sollte das ja schon gehen. So, ja, sieht schon richtig gut aus. Nur das verbesserte Tor fehlt da noch. Ganz klar. So, dann würde ich hier entlang. Ist leider nicht auswählbar mit diesem blöden Schlitten im Weg. So, upgraden. Das haben sie ja wirklich jetzt schnell hingekriegt gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob es sich überhaupt noch lohnt, Schlitten herzustellen. Weil ich könnte die auch hier mal rausnehmen. Karren sind zwar doppelt so teuer, aber können wahrscheinlich auch viel mehr. Ja, gut, müssen aber Tiere. Tiere müssen dahinter stecken und ich weiß nicht, ob wir genug haben. Das halt hat das andere. So, jetzt gibt es Stroh. Das ist auch sehr erfreulich. Durchschnittliche Kommission. Hat er was, was wir nicht haben? Kupfererz. Ansonsten eher nicht so. Also wir könnten noch Tiere kaufen. Ich habe aber jetzt, meine Werkzeuge sind am Ende. Komm, ich kaufe da ein Pferd. Ein Pferd reicht. Ja, ich habe nicht mal so viel Zeugs, was ich da loswerden kann. Angeln hätte ich noch. 310. So, 314. Habe ich ein Pferd dazu gekauft und alle Bögen weggegeben, die wir jetzt hier wieder herstellen sollten, unbedingt. So, und wir haben nur eine Werkstatt. Wir haben zwar Metallschmiede, haben wir 5, aber nur eine Werkstatt. Auch noch eine Sache, die wir ausbauen sollten, vielleicht. Ja, der Platz ist halt auch ein bisschen begrenzt. Muss man ja auch sagen. Und wir haben schon wieder nicht genügend Platz. Also, ich habe 9 Ziegen, 23 Schafe von 20, Schweine 23, Vieh nur noch 3, 19 Esel und 8 Pferde. Ja, da wird es mit 70 ein bisschen schwer. Ich würde da mal bei den Schweinen ein bisschen runtergehen. Das Vieh wird sowieso aussterben. Pferd kann auf 20 bleiben. So, sollen sie mal in die Richtung gehen? Was ist jetzt hier schon wieder los? So, Lagerhaus errichtet und Leinen mal 500. Gibt auch nochmals Wissenspunkte. Ich denke, nächste Folge schaffen wir das. Vielleicht auch noch diese, aber. Bis halt da alles gebaut ist, dauert es ein Weilchen. So, dieses Haus hier wollte ich auch noch upgraden. Weil das ist noch das letzte hier in der Gegend. Danach nur noch da drüben. So, da sind sofort wieder neue Leute beigetreten. Also, wir müssen sowieso noch weitere Häuser upgraden. Die Händler kommen mir ein bisschen zu oft, ehrlich gesagt. Kommission niedrig. Aber das Schwert kostet halt auch 15. Und jetzt habe ich nicht mehr wirklich was, um hier einzutauschen. Was ich loswerden möchte. Vor allem Leinen-Outfit sehr wenig. Aber wirklich sehr wenig. Aber hier von dem, vom Getreide, können wir schon ein bisschen geben. Weil Stroh brauchen wir sehr viel selbst. Wir haben gerade mal 52 Stroh. Aber Getreide haben wir sehr viel. Dafür wieder ein bisschen Brose. Ah, hier sind aber 105, 105 Leinen. So, wie sieht es mit den Tieren aus? 70 von 78.
Ja, aber hier müssen noch 7 weg. Dann muss nur noch eines weg und dann... Oder eines bleibt draußen. Ganz einfach. Aber wieder 5 Schafe dazu bekommen. Sehr schön. So, Wolloutfit haben wir auch geschafft. Das Haus wird gerade aufgebaut. Dann nehme ich die Hütte hier. Und die Hütte auch. So. Sollen sie die noch upgraden? Die Mauer haben sie bestimmt gemacht. Jawohl, die Mauer ist gemacht. Dann machen wir wieder auf diese Seite weiter. So. Ja, komm, jetzt bauen wir gerade fertig hier. So. Da ist ja jetzt noch keiner reingekommen. Kupfermine erschöpft. Oh ja. Die Frage ist da halt, braucht es überhaupt noch Kupfer in der nächsten Zeit? Gut. Weil jetzt müssen wir wieder irgendwo auf die Suche gehen. Das ist Sinn. Da ist zum Beispiel Kupfer. So, gehen wir dahin. Ja, dann haben wir hier die Mauer fertig. Danach bauen wir da noch ein bisschen weiter. Und irgendwann dann die hier noch. Auch wenn die nicht geschlossen ist, weil es da viel zu... Aber wir können die eigentlich auch mal schließen. Also, man kann ja bestimmt hier irgendwo über den Berg gehen. So, da kommt ein Sturm. So, ja, so macht er die automatisch dran da. Und passt das. Dann können die... Die kann dann eigentlich weg. So. Und dann gehört der Berg hier noch dazu. Zu unserem Gebiet. Da hat es noch nicht automatisch gemacht. Ja, dann müsste ich das so machen. Und dann kann die... Kann die Ecke weg? Jawohl. So. Kann die Ecke da auch noch weg? Oh, hier haben wir übrigens auch noch Steine dann. Nicht vergessen. Ja, und durch diese Abbruchaktion bekommen wir natürlich extrem viel Holz. Dass wir uns jetzt nicht mehr farmen müssen. Also das hat auch positive Seiten. Und ich schaue, wo ich nochmal so eine Werkstatt unterkriege. Müssen wir irgendwo hinkriegen. Werkstatt. Vielleicht auch nicht allzu sehr abseits. Ein Esel ist verhungert. Muss es direkt ein Esel sein? Hier zum Beispiel. Aber da ist gleich ein neuer Esel gekommen. Oh, ein Vieh wurde geboren, tatsächlich. Ja, wir haben wieder 4. 2 Männchen, 2 Weibchen. Aber ob es da wieder nach oben geht, bin ich mir nicht so sicher. Aber wir haben immer noch zu viele Schweine wieder. 28 Transporttiere. Alter. Winter überlebt. Es geht schon langsam ab. Also, ich kann mir vorstellen, das spammt recht zu, wenn da viele Leute sind. Kommission hoch. Ich kaufe ihm diese 2 Kupfer ab, aber sonst nichts. Dafür will er 9 haben. Ich hätte noch einen Bogen. Ja, eigentlich 14. Komm, machen wir so. Weil der hat so eine große Kommission. Wurde eigentlich die Mine hier hinten erschlossen? Ja, die ist erschlossen. Sehr schön. Ich würde sonst auch noch eine neue... 10 Mine bauen. Wenn da irgendwo noch eine hinpasst. Da zum Beispiel. So. Und da sehe ich ja was. Wir haben da noch ein paar Megalithen. Oh, jetzt ist gerade nicht...
Wir hatten schon zwei Kupferminen. Und die sind beide leer jetzt. Gut, die neue ist ja gerade erschlossen. Ich sehe da nochmals eins. Das ist auch einer, oder? Da ist auch einer. Drei Megalithen. Das würde ja gerade nochmal so ein Kunstwerk geben da. Das da, der Dolmen. Da kostet nämlich drei. Hier so zum Beispiel. So. Setzen wir den mal da. Dann gehe ich wieder hier nach hinten. Und dann hätte ich gerne den hier ausgegraben. Den und den. So. Ja, der Transport kommt natürlich danach. Würde mich wundern nehmen, ob sie da auch die Tiere einspannen könnten. Wäre ja realistisch. So, in der nächsten Folge holen wir uns diesen einen Punkt und schauen mal, ob wir schon genügend bereit sind, um die Eisenzeit zu betreten. Da fehlen Steine. Wir haben Steine, aber nicht so viele. Also die müssen da noch beginnen zu bauen. Ansonsten haben wir dann rechts Loch. Ja. Bevor die Räuber kommen. Oh, Bärangriff. Ernsthaft gemeint, oder? Ich sehe hier aber keinen Bär. Kann schon sein, dass der auf dem Weg ist. Ja, aber wenn er kommt, dann kommt er. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.